Nach ihrer Corona-Infektion zeigt sich Queen Elizabeth II. Bestens gelaunt und sichtlich erholt auf Schloss Windsor. Zum ersten Mal empfing sie nach zahlreichen Terminabsagen wieder mehrere Gäste auf ihrem Anwesen. Ihr treuer Begleiter war dabei ein edler Gehstock, auf dem sie sich in einigen Momenten stützte. Unter anderem war die Chefin des berühmten Porzellan- und Emailherstellers Halcyon Days, Pamela Harper, und ihr Ehegatte zu Gast. Das Traditionsunternehmen aus Knightsbridge beliefert die Königsfamilie seit Jahrzehnten. Ein geplantes Treffen im Jahr 2020 zum 70-jährigen Firmenjubiläum musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Zu dem Anlass trug die Queen ein weißes Kleid mit Blumenmuster und eine schwarze Handtasche. Die Halbmondbrille trug sie, um einige luxuriöse Kunstwerke besser sehen zu können. Der nächste öffentliche Termin der Monarchin wird voraussichtlich am 29. März sein. Dann findet ein Gedenkgottesdienst zu Ehren ihres verstorbenen Mannes Prinz Philipp in der Westminster Abbey statt.